Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video und wir begrüßen uns heute, Leute, zu dem ersten Video von denen, die heute geuploadet werden. Heute sehr viele Uploads wieder, Freunde, wisst es. Freitag 0 Uhr. Übrigens, ganz kurze Props geben, Leute. Ihr wisst, ich bin ab und zu im Gönnermodus. Checkt gerne mal die Instagram-Seite ab, Freitag 0 Uhr. Ich weiß nicht, wer oder was die leitet, aber da werden immer alle Singles und Alben, die von Donnerstag auf Freitag rauskommen, released werden, werden dort aufgelistet, Empfehlungen noch gegeben, bla bla bla. Ganz coole Seite, ich finde, die machen einen guten Job, wer auch immer dahinter steckt. Ich werde es euch mal verlinken, einfach auf Correctness-Basis, Freunde, weil ich die Seite Real Talk ganz nice finde. Jetzt haben wir aber erst einmal von Ali Boumaier den neuen Track, Freunde, ja. George, George, wir werden es noch herausfinden. Ich bin gespannt, ich bin Real Talk gespannt, Freunde, ja. Erst einmal ganz, ganz wichtig, Leute, der Link zu Alis neuen Channel ist ganz oben in der Beschreibung. Geht bitte rauf und lasst ein Abo da, wenn ihr ihn als Person oder seine Mucke feiert oder whatever, ihn einfach nur supporten wollt. Geht rauf, er ist gerade bei 14.300 Abonnenten, was schon extrem krank ist für den Zeitraum, in dem der Kanal jetzt existiert, für die erste Single, die jetzt drauf gedroppt ist. Also geht da bitte rauf, lasst Liebe da und auf jeden Fall ein Abo. Würde mich persönlich auch sehr freuen, wenn ihr einfach ein bisschen ihm beim Start helft, Leute, weil 14.3 ist schon krass für die kurze Zeit jetzt, aber da geht noch mehr, Leute, das wisst ihr alle, geht noch mehr. Viele haben gesagt, der Track ist nice, ich habe schon ein bisschen von euch wieder auf Instagram Nachrichten bekommen, ihr sperrt mich immer zu, dass es ein heftiges Comeback ist, in Anführungsstrichen, so, dass es auf jeden Fall ein heftiger Track ist. Ich bin gespannt, produziert das Ganze von EQT oder EQT, I don't know, und MD51 oder MD51 kenne ich auf jeden Fall, der macht gute Sachen immer. Kommt auch sehr, sehr gut an, Digga. Das ist eine heftig gute Like-Dislike-Bilanz. Okay, Views sind auch stabil für einen neuen Channel. Wir schauen rein, Freunde. Ich bin echt gespannt. Let's go. Geile Vibes schon mal im Beat. Yeah, wenn ich komme, macht die Hunde bängen Moonwalk. Was ihr da langsam macht, Dicker, das ist Rufmord. Kein Spaß, Dicker, lang genug geschwiegen. Habt ihr einfach nur keinen Bock auf eure schwulen Kriege. Nur ein Beat verwechselt Güte mit Schwäche. Esst euch schon vorbeifahren, wir Frühstück bei Meckes. 2 Jahre Kopf gefickt, üblich in Geduld. Zappe, alles nur Verschiebung in der Schuld. Okay. Stabiler Einstieg, mir gefällt so die Atmosphäre, Mann. Es ist so Real Talk, ich habe auch wirklich Gänsehaut gerade wieder. Ich muss sagen, ich war nie der größte Ali-Fan. Ich habe seine Mucke hier und da mal wieder gerne gehört, weil ich finde, er hat eine sehr krass einzigartige Stimme. Und war aber nie der größte Fan. Aber es ist schon ganz nice, Mann. Bis jetzt der Einstieg ist geil. Ich verwechselt Güte mit Schwäche. Es soll schon vorbeifahren, wie Frühstück bei Meckes. 2 Jahre Kopf gefickt, üblich in Geduld. Zappe. Digga, auch hier Kolle-Bilder und so an der Wand. Ich weiß nicht, warte, mach mal kurz Pause. Kollege Rapshow ist im Video, Digga. Rapshow, seht ihr's, Freunde? Kuss geht raus hier an Rapshow, Alter. Nice, Mann. Feier ich. Zappe, alles nur Verschiebung in der Schuld. Wasser predigen und Wein trinken. Anwaltsbriefe, Beihilfen, Titelseiten, Zeitschriften. Boah. Alles, was ich will, ist mein Frieden. Doch ihr klebt an mir wie irgendwelche Schmeiß liegen. Bleib liegen. Boah. Was kann Ali für den ganzen Mist? Immer lehnte ich den Krieg ab wie ein Pazifist. Alles Hunde und die Bild redet Müll. Ficke jeden, der gefickt werden will. Yeah. Sie rufen Ali Boumaier. Okay, bevor wir zur Hook kommen, Leute. Ich weiß, ich möchte nicht in der Hookpause sein, deswegen mache ich vorher Pause. Ich habe es jetzt gerade gecheckt. Er hat auch dieses Ali Boumaier, sage ich schon, Mohammed Ali Shirt an. Und auch gerade die Box-Szenen. Ich schätze deswegen der Name, George, bezieht sich dann wahrscheinlich auf George Foreman, denke ich. Wenn er ja auf Greatest of All Time muss, bezieht sich auf George Foreman. Ich weiß nicht, vielleicht kennen viele von euch George Foreman nicht, aber Muhammad Ali kennt man ja auf The Greatest of All Time, so der heftigste Boxer aller Zeiten. Da gab es damals, ich weiß nicht wann das war, 70er, 80er, keine Ahnung, Mann, das war vor meiner Zeit, obviously. Aber da gab es so einen heftigen Fight. Ich glaube, Muhammad Ali hatte so ein bisschen sich zurückgezogen oder hat lange Zeit nicht geboxt, irgendwie so. Ich glaube, er hat ein paar Jahre Pause gemacht. Und dann kam George Foreman, der hat alles rasiert zu dieser Zeit. Ich habe mich eine Zeit lang mal so für Boxen und so interessiert, aber nicht viel. Aber ich habe mir diesen Fight auf jeden Fall angesehen und so einen Dokumentarfilm darüber. Auf jeden Fall hat George Foreman alles rasiert. Muhammad Ali war weg. Muhammad Ali kommt zurück. Der Fight, der Jahrhundert-Fight kommt, der frühere Greatest of All Time gegen den aktuellen, also Ali gegen Foreman. Alle dachten, Foreman wird gewinnen, weil er gerade in der Form seines Lebens ist und wird Ali ficken. Er hat auch gut ausgeteilt, aber Ali hat wirklich
Ich glaube, Ali hat gewonnen zu Ende. Auf jeden Fall hat Ali ihn fertig gemacht und hat ihn krass gefickt. Und ja, das war auf jeden Fall das. Deswegen hier Greatest of All Time mit, deswegen heißt da der Titel George und so. Ist ganz cool, Mann, ist ganz cool. Gegen jeden, der gefickt werden will. Yeah. Sie rufen Ali Boomer, yeah, ist das alles, was du hast, George? Steck dir Tiefstiege ein, jedes Hasswort. Mensch ist Mensch, ganz egal, was für ein Passport. Doch mein Inneres verschlüsselt wie ein Passwort. Run in the Jungle, ist das alles, was du hast, George? Ja, Mann. Steck dir Tiefstiege ein, jedes Hasswort. Mensch ist Mensch, ganz egal, was für ein Passport. Doch mein Inneres verschlüsselt wie ein Passwort. Mein Vorteil für euch. Geil, Mann, eben, das waren auch die Szenen von Foreman gegen Ali. Ist ganz cool. Ist das alles, was du hast, George? Ich glaube, sowas ähnliches hat tatsächlich auch Ali gegen Foreman gesagt, irgendwie. Nachdem Foreman gut ausgeteilt hat, hat Ali irgendwie. Das war so ein ganz berühmter Spruch, aber ich kriege ihn nicht mehr zusammen. Müsste sonst mal selbst googeln. Aber heftig, Mann. Ist halt die Frage, worauf er dieses George bezieht, so in der Hook. Ist das alles, was du hast, George? Entweder auf eine bestimmte Person, aber ich denke eher auf die Situation an sich. Auf den ganzen Trouble, der um Ali drumherum jetzt auch in den letzten Monaten war, wo er selbst gesagt hat, er wurde mit reingezogen, so, was hat Ali damit zu tun, was hat Ali euch getan, er hat nichts gemacht, so, er war halt immer so, er wurde immer mitgenannt, obwohl er nichts gemacht hat, so, wisst ihr? Deswegen denke ich eher, dass er so dieses, in der Hook so auf das gesamte Bild beziehen möchte, dass er sich nicht einschüchtern lässt und so denkt, das ist alles, was ihr habt, kommt, versucht mich mehr zu ficken, aber ich werde nicht aufgeben. Ich glaube, so meinte das ungefähr. Egal, was für ein Passport, doch mein Inneres verschlüsselt wie ein Passwort. Mein Falldown für euch, die Strafarbeit für taube Nüsse. Warum? Versucht doch mal an einem Baum zu rütteln. Ich hab den Horizont gesehen und noch den Regen miterlebt. Also was willst du mir nehmen? Kugelhagel auf den Dicken, doch ich habe Elefantenhaut. Um mich rum Panzerglas, wie in einem Affenhaus. Ihr seht wie Ratten aus, warum könnt ihr nicht? Beim Thema Freunde bin ich Bundesliga-Erstligist. Ali Boumaier, bleibe dicker Junge. Trage Lasten auf den Schultern, wie bleigewischte Junge. Ich bin Ali und das Leben ist wie George Foreman. Ihr seid durchschaubar, so wie der Berliner Torbogen. Yeah. Das Leben ist wie George Foreman, okay. Das Leben ist wie George Foreman, möchte dich wirklich versuchen zu ficken, so hart wie es geht, aber Ali bleibt Ali und standhaft, Alter. Schöne Message. Schöne Message und macht Bock auf mehr, Alter. Ich finde auch, Ali ist einfach, so von den Interviews, wo ich mir ein paar gegeben habe, wirkt er immer sehr sympathisch, sehr ehrlich und wie ein sehr korrekter, sehr ehrlicher Mensch. Ist das alles, was du hast, George? Ist die Sohle meine Basketball-Ju-Antwort? Und all den Heuchlern und den Bitches ist Schluss. Ficke jeden, der gefickt werden muss. Sie rufen Ali Boomer, yeah, ist das alles, was du hast, George? Steck dir Tiefstiege ein, jedes Hasswort. Mensch ist Mensch, ganz egal, was für ein Passport. Doch mein Inneres verschlüsselt wie ein Passwort. Rumble in the Jungle, ist das alles, was du hast, George? Oh ja, Dings, so hieß der Fight damals, so wurde der Fight angekündigt. Rumble in the Jungle wurde der Fight angekündigt. Voll rassistisch im Nachhinein übrigens, aber egal. Steck dir Tiefstiege ein, jedes Hasswort. Mensch ist Mensch, ganz egal, was für ein Passport. Mein Inneres verschlüsselt wie ein Passwort. Stark. Sehr stark, Digga. Sehr, sehr stark, Mann. Gerade wenn man diese Verbindung hat oder wenn man das so ein bisschen weiß mit diesem Fight. Ich denke, es werden viele von euch schon gewusst haben, dass es diesen Fight gab. Sehr, sehr stark, Mann. Sehr, sehr stark. Hat mir gut gefallen, Alter. Boah. Heftiges Comeback, oder finde nicht? Gänsehaut, Mann. Gänsehaut, so eine, wie soll ich sagen, so eine krasse Geschichte. Schön, mal die Sicht von Ali jetzt zu hören. Und ich freue mich wirklich auf mehr. Gerne in diesem Stil. Ihr wisst, ich mag solche Real Talk, so atmosphärische Sachen mag ich sowieso gerne. Gerne mehr davon, Mann. Gerne mehr davon. Ali Boumaier, George, the best way to make your dreams come true is to wake up. Real Talk, Alter, Real Talk. Freunde, wir kommen zum kleinen, großen Mini-Fazit. Ich denke, es wird hoffentlich bald jetzt regelmäßig Mucke geben von Ali. Ich werde euch auf jeden Fall auch nochmal den Download-Link beziehungsweise zum Stream das hier in die Beschreibung packen, damit ihr Ali supporten könnt. Aber ansonsten würde es mich mehr freuen, wenn ihr einfach seinen Channel abonnieren würdet, ein bisschen Liebe da lasst, was zum Track schreibt, Feedback bei ihm gibt. Und ja, ich bin gespannt, was kommt, Alter. Das Comeback war echt stark, war strong.
Und man hat es auch gesehen an den Views, an den Dislike-Like-Verhältnissen. Es kam sehr, sehr gut an. Bei mir jetzt auch. War, glaube ich, ein sehr guter Track auch, um jetzt zurückzukommen. Und macht, wie gesagt, Bock auf mehr. Schreibt mir eure Meinung gerne rein. Seht es ähnlich wie ich. Wusstet ihr von diesem Fight? Wenn nicht, schaut euch gerne eine Doku dazu an. Ich kann Real Talk, ich weiß nicht, entweder auf Netflix oder auf Sky habe ich irgendwo eine Doku mal gesehen. Müsst mal gucken. Ali gegen George Foreman, da gibt es eine geile Doku. Irgendwie gibt es mehrere. Schaut euch irgendwas an. Das war echt fucking awesome Fight, Alter. Und ja. Schöner Track, Leute. Schreibt mir gerne rein, wie ihr ihn fandet. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh und ciao.